Uni Deoband eine viel geachtete Institution, seit die Deobandi im indischen Freiheitskampf an Gandhis Seite standen. Aber die indische Regierung genehmigt schon seit Jahren keine Visa mehr für ausländische Studenten in Deoband. Angst, dass sich heilige Krieger hier ihr geistiges Rüstzeug holen. Trotzdem finden wir ausländische Gasthörer. Der Bruder von da, er ist aus den USA. Da drüben, unser Bruder, ist aus den USA. In unserer Gruppe haben wir einen aus Kasachstan, einen aus Iran, einen aus Südafrika, einen aus England. England, UK. Da kommt unser Freund aus Amerika. Und dann gibt es noch zwei Malaysier und einen Filipino. Two Malaysian, one Philippines. Lassen Sie mich so sagen, Waffen kauft man in Amerika. Technologie in Japan. Und wenn Sie nette Leute treffen wollen, kommen Sie nach Deoband. Die religiöse Reisegruppe verlässt das Deobandi-Gästehaus und wird als nächstes Koranschulen in Pakistan besuchen. Gottesfurcht globalisiert. Ich komme aus Kasachstan. Da nennen sich die meisten auch Moslems, sind aber vom Westen beeinflusst und fürchten sich vor Bergen. Glauben jemand wie ich sei ein Terrorist. Aber die Mehrheitsmeinung muss nicht die Wahrheit sein. Die Mehrheit macht auch zu Unrecht Osama bin Laden für den 11. September verantwortlich, hatte der Gast-Koranschüler bereits klargestellt. Dann geht er zum Gebet. Die Tore von Deoband öffnen sich in eine andere Welt, in der herrscht ein wunderbarer Frieden. Frieden zuallererst mit sich selbst.